Kollege Stumpfwohl, Ihre Krokodilstränen können Sie und Ihr Bedauern können Sie wirklich für sich selbst behalten. Solange Sie, Ihre Fraktion, die ÖVP und die SPÖ keinen einzigen Akzent zu einem vernünftigen und sanktionierten Sparen in diesem Land, zumindest die letzten 25 Jahre bis zum heutigen Tag, zum 7. Dezember 2011, hier in diesem Haus zeigen, sehr geehrte Damen und Herren. Das, was wir hier erleben in dieser Debatte, ist die politische Schizophrenie zwischen Schein und Sein, zwischen dem Wort dieser Regierung und der Tat ihrer letzten 25 Jahre. Sie fahren mit 180 Grad auf eine Kurve zu, von mir aus auch auf eine Wand zu, schreien nach Bremsen, gehen aber vom Gas nicht runter. Das ist das Problem. Sie schreien nach einer Schuldenbremse, niemand hindert Sie zu bremsen. Nur Sie wissen eh, Sie müssen, wenn Sie bremsen, auch auf die Kupplung steigen und dürfen mit dem zweiten Fuß nicht am Gas bleiben. Sie dürfen nicht weiterhin ausgeben, aber nach Bremse schreien. Sie dürfen nicht hier in diesem Haus vor zwei Wochen 10 Milliarden Euro Neuverschuldung beschließen, aber einerseits sich das Demutskäppchen aufsetzen und sagen, wir wollen ja eh sparen, aber wir können leider nicht. Das ist notorisch. Sie sind notorische Schuldenmacher, Sie sind notorische Schuldenbrecher in diesem Land und Sie verschulden künftige Generationen in unverantwortlicher Art und Weise. Sie legen hier eine Schuldenbremse vor, Sie benennen sie Schuldenbremse. Die beschließen es, die wollten es heute beschließen, jetzt haben wir es Chaos, das Chaos, das Sie angerichtet haben, weil Sie jetzt Ihren Verfassungsantrag zurücknehmen wollen. Sie wollten hier die verfassungsmäßige Schuldenbremse beschließen, haben aber leider nicht dazu gesagt, dass Ihr Aufhören des Schuldenmachens erst ab 2017 beginnen soll. Sie liefern hier in diesem Haus eine Dramatik, ob ja die Opposition ist schuld, dass das Rating verloren geht und alles so schlimm, sagen aber nicht dazu, dass Ihr Eingeständnis endlich ordentlich einzusparen, erst ab 2017 erfolgen sind. Das erglaubt Ihnen nicht einmal die viel zitierte Frau Schmaus-Waberl, die hier vom Ewald Stadler oft strapaziert worden ist. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sagen, Sie wollen keine Schulden mehr machen, Sie wollen keine Schulden mehr machen, aber gleichzeitig verweigern Sie sich dem BZÖ-Antrag, der BZÖ-Initiative, dass es in Zukunft Sanktionen für das Schuldenmachen gibt. Ja, wissen Sie denn nicht, dass man Sanktionen braucht, um in Zukunft etwas zu unterbieten. Ich bringe heute zwei Anträge ein. Einen Entschließungsantrag der Kollegen Bucher, Groß, Westenthaler, Wittmann betreffend genug gezahlt Sanierung des Haushaltes ohne Steuererhöhung. Und ich bringe einen Abänderungsantrag der Abgeordneten Bucher, Groß, Westenthaler, Magister Wittmann zur Regierungsvorlage 15-16 ein, die wir jetzt beim Tagesordnungspunkt 1 noch diskutieren. Sie werden im Übrigen ausgeteilt. Sie können sich diese Anträge gerne auch durchlesen. Und diese Anträge, die wir einbringen, sind das genaue Gegenkonzept zu dem, was Sie machen. Wir wollen die Abgaben- und Steuerquote in diesem Land endlich einfrieren, auf diesem Höchstniveau, das Sie als ÖVP mitverursacht haben die letzten 25 Jahre. Was machen Sie? Sie diskutieren mit dem Kanzleramtsministerpräsidenten hier am Präsidentenstuhl, dem wahren Mächtigen dieses Landes, dass die Beamten und ihre Gehälter einmal mehr vergoldet werden. Wir wollen in unseren Anträgen eine Verwaltungsreform und die Zusammenlegung der Sozialversicherungsanstalten. Und bei Ihnen in der dritten Reihe lacht sich der Herr Donnerbauer von der Bauernsozialversicherung 1 ins Fäustchen, dass er als einer von 22 Obleuten die nächsten 20 Jahre auch weiterhin kassieren kann und mit seiner Sänfte durch das Land getragen wird. Wir wollen endlich die ÖPB-Pensionen angreifen und eine Pensionsreform machen. Sie schrauben die Pensionsquote einmal mehr unverantwortlich in die Höhe. Wir wollen Verwaltungseinsparungen bei den Bezirkshauptmannschaften machen, bei den Landesschulpräsidenten, bei den Landesregierungen, bei den Landtagen. Was machen Sie? Sie diskutieren heute über einen Abänderungsantrag, dass die Bürgermeister und die Gemeinderäte unserer Städte und Kommunen bei 4.000 Euro wieder die Gehaltserhöhung bekommen, die Sie noch vor zwei Wochen hier in diesem Raum abgeschworen haben. Nein, für Politiker wird es keine Gehaltserhöhung geben. Und gleichzeitig diskutieren Sie in Ihren Krisensitzungen, die Sie jetzt die letzten dreiviertel Stunden abgehalten haben, darüber einen Antrag zu beschließen, dass die Gemeinderäte und die Stadträte und die Bürgermeister von Städten mit eigenem Statut sehr wohl wieder eine Gehaltserhöhung bekommen werden. Das ist unehrlich. Das ist der Unterschied zwischen Schein und Sein. Sehr geehrte Damen und Herren, wir bringen auch diesen Entschließungsantrag ein, weil wir hier, und das ist auch das, was Seppi Bucher heute vorgestellt haben, alle BZÖ-Räder vorgestellt haben, weil wir auf 7 Punkten
ein Gegenkonzept zu ihrer Schuldenbremse, die sich aber eher im biologischen Bremse wie Schmeißfliege entwickelt hat, weil wir ein 7-Punkte-Modell entwickelt haben, wie man tatsächlich in diesem Land einnahmenseitig spart, wie man tatsächlich kein weiteres Mal die Steuerzahler in diesem Land belastet, wie man tatsächlich den eigenen Haushalt in Ordnung bringt, anstatt in die Tasche der Bürger zu greifen. Das ist unser Sparen. Wir sagen daher, genug gezahlt für die Bürgerinnen und Bürger und genug gezahlt auch in diese Verwaltung. Wir wollen ein tatsächliches Sparen, wir wollen tatsächliche Sanktionen und wir wollen nicht, dass den Placebo-Effekt, den Sie uns hier vormachen mit einer Schuldenbremse, die eigentlich keine ist. Denn kein Verbrecher dieses Staates hat Sie die letzten 25 Jahre gehindert, dazu, dass Sie endlich in sich gehen und das Schuldenmachen aufhören. Sie sind für diese 240 Milliarden Euro Schulden in Österreich verantwortlich, für die wir jetzt international abgestraft werden. Nicht der Kollege Bucher, nicht die Kollegin Glawischnik und auch nicht der Kollege Strache. Sie haben die Steuer- und Abgabenquote in die Höhe getrieben und das Geld der Menschen in diesem Land verpulvert. Und heute gehen Ihre Redner mit den Krokodilstränen hier heraus und sagen, ja, wenn die Opposition nicht zustimmt, wenn die Opposition nicht zustimmt. Das ist unehrlich und das durchschauen sämtliche 8 Millionen Staatsbürger in diesem Land, die Ihnen ohne nichts mehr glauben.